Hallo Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge der Minecraft-Rätsel. Heute reden wir mit der Auflösung des letzten Rätsels und mit dem neuen Rätsel, was ihr in den Kommentaren auflösen könnt. Ja, letzte Folge hat mir folgendes Rätsel gehabt, und zwar hatte ich diesen Ofen hier gehabt und ich wollte jetzt ganz einfach so ein Wassereimer hier rausbekommen. Dann hat man ein Wassereimer, in diesem Ofen hier. Habe ich nur in diesen Ofen mit diesen drei Slots. Mit diesen drei Slots möchten wir also zusammen arbeiten. Also, ja, eigentlich, ne? Und da wollte ich dann einfach ein Wassereimer bekommen, diesen drei Slots hier. Und, ja. Ich habe es auch richtig aufgelöst. Und zwar folgendes: Ich habe hier drunter einen Schwamm versteckt. Einen Wet Sponge. Wahrscheinlich nur als Deko, also stand nicht als, nur als Deko da. Ich wollte mich verstecken, ne? Damit man nicht sofort sieht. Und dann hatte ich, noch einen Lava-Eimer. Habe ich in der Kiste hier reingetan. Ich habe das absichtlich geöffnet, letzte Folge, die Kiste. Ich würde kurz mal den Wasser zu sehen bekommt. Und also ganz kurz mal den Sponge gezeigt und ganz kurz meinen Lava-Eimer. Ne? Also ganz kurz so, nur, ne? Ganz kurz. Damit ihr nicht direkt drauf kommt. Und ich kann auch einfach so machen, wenn ich einfach 10 Sekunden hier noch von Wasser oder Sponge stellen und dann direkt zum Wasser oder Lava-Eimer fliegen, so, ne? Ich würde ganz, ganz schnell was verzeihen, so. Ne? Damit sogar kein Verdacht schöpft, so ungefähr, ne? Auf jeden Fall, ja. Wenn wir jetzt hier den Wetzbolch hier oben reinlegen und den Lava einmal hier unten, dann wird folgendes passieren. So. So der Zeit. Und zwar jetzt. Haben wir einmal nur einen Sponge rausbekommen. Und einen Wassereimer. Da wir eigentlich einen Eimer drin hatten, bevor dem Lava, ne? Der Lava. Und das ja ein nasser Schwamm war. Wird das bei mir als Feature mal hier in den Bucket eingefüllt und ja, das war die Auflösung des letzten Rätsels und ja, also Lava einmal und Wet Sponge, also durch, bekommen einen, ja, was einmal raus. Gut, dann kommen wir zum Rätsel für heute. Und zwar brauchen wir die Coarse Dirt. Ich stelle jetzt mal hier hin, keine Ahnung, wo kann ich das hinstellen? Hier. So. Mal die Coarse Dirt hier hin. Und jetzt werde ich von euch wissen, wie bekomme ich aus dieser Coarse Dirt normale Dirt? Wie läuft das jetzt? Wie geht das? Wie bekomme ich normale Dirt jetzt hier raus? Schreibt das in die Kommentare. Und das werde ich dann nächste Woche wieder mit auflösen. Und ja, wie bekomme ich aus dieser Coarse Dirt hier normale Erde raus? Gut, dann würde ich sagen, wäre das gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren nicht vergessen und tschüss.